Am nächtlichen Firmament können wir verschiedene Objekte beobachten. Da gibt es zum einen die Fixsterne, welche sich in 88 Sternbilder gruppieren. Die Sterne bewegen sich zwar durch die Erdrotation scheinbar am Himmel, verändern aber nicht ihre Positionen zueinander. Zum anderen kennen wir die Planeten, auch Wandelsterne genannt. Da diese die Sonne umlaufen, scheinen sie sich durch die Fixsterne hindurch zu bewegen. Nach neuester Definition gibt es 8 Planeten, die unser Zentralgestirn ungefähr auf einer Ebene umkreisen. Die Umlaufebene der Erde ist dabei von besonderer Bedeutung. Wir können diese Ebene auf die scheinbare Fixsternsphäre projizieren. Dabei erscheint sie uns als eine Linie, die sogenannte Ekliptik. Die Sonne liegt genau auf der Ekliptik. Entlang dieser Linie finden wir auch den Mond und die Planeten, meist knapp ober- oder unterhalb. Die Sternbilder, die von der Ekliptik geschnitten werden, nennt man Tierkreissternbilder. Diese darf man aber nicht verwechseln mit den Tierkreiszeichen. Ein Tierkreiszeichen ist nämlich kein Himmelsareal, sondern ein genau 30 Grad langer Abschnitt entlang der Ekliptik. Ein weiterer wichtiger Großkreis ist der Himmelsäquator. Das ist einfach der Erdäquator, der auf die gedachte Himmelssphäre projiziert wird. Ekliptik und Himmelsäquator schneiden sich in 2 Punkten. Einer dieser Punkte ist der Frühlingspunkt. In diesem steht die Sonne zur Tag- und Nachtgleiche, um den 20. März zu Frühlingsbeginn. Der Frühlingspunkt markiert auch den Beginn des Tierkreises. Das erste der 30 Grad langen Sternzeichen ist der Widder, gefolgt vom Stier. Betrachten wir aber die Sternbilder, so erkennen wir, dass diese nicht mit den Sternzeichen übereinstimmen. Das liegt daran, dass sich der Frühlingspunkt in den letzten 2500 Jahren vom Sternbild Widder in die Fische verschoben hat. Die Astrologie hat diese Veränderung bis heute nicht berücksichtigt. Daher stimmen die Sternzeichen mit den realen Sternbildern nicht überein. Möchte man ein Horoskop erstellen, so braucht man das genaue Datum und Uhrzeit sowie den Ort auf der Erde. Daraus werden dann die Stellungen der Gestirne errechnet. Die Ekliptik wird als Kreis dargestellt, unterteilt in 12 gleich große Abschnitte, welche den Tierkreiszeichen entsprechen. Dann werden die Positionen der Sonne, des Mondes und der Planeten auf dem Kreis markiert. Die Positionen im Horoskop entsprechen den Positionen am Sternenhimmel entlang der Ekliptik. Ein weiterer wichtiger Parameter in einem Horoskop ist der Aszendent. Darunter versteht man jenes Sternzeichen, das den östlichen Horizont schneidet, also gerade aufgeht. Aus dem Aszendenten, der Stellung der Gestirne zueinander und der jeweiligen Sternzeichen versuchen nun Astrologen bestimmte Eigenschaften herauszulesen.